Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, guckt euch nicht so doll um. Hier ist blankes Chaos, weil ich hier ein bisschen am Umräumen bin und am Umräumen war. Und jetzt habe ich mir gedacht, sieht ja scheiße aus, wenn ihr mich nicht seht. Jetzt habe ich mir gedacht, oh, der Blinken geht mir auf den Puffer hier. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich hier sowieso schon am Umräumen, Aufräumen und Hasten hier gesehen bin. So. Dann werde ich auch mal meine Schrankwand hier oben neu machen und meine Figuren hinstellen und euch erzählen, welche das sind. Weil haben schon ganz viele gefragt, was das für Figuren auf meinem Regal sind. Das Regal ist ja jetzt nicht mehr existent. Jetzt kommen die hier vorne erstmal hin, bis hier wieder ein Regal steht. Oh. So. Auf geht's. Dafür machen wir jetzt erstmal hier Licht an. Ach, das habe ich ja noch gar nicht angeklemmt. Bisschen viel Licht, aber egal. Ich muss noch gucken, wie ich das alles mache. Ich mache euch mal rüber, dann seht ihr auch ein bisschen was mehr. Ich habe nämlich noch keinen Plan, wie ich das jetzt mache. Mit dem Licht und so. Ich denke mal, ich werde die Lampe da drüben hinstellen. Dass die jetzt in Zukunft hier stehen wird. Und so, dann kann ich nämlich hier meine Steckdose hinmachen. So. Oh, so. Müsste rein theoretisch erstmal so passen. Hier ist nämlich schon ein Paketchen von Dampfplanet. Das muss nämlich auch noch angeboxt werden. Ich habe eine andere Idee. So, dann kann das hier halbwegs verschwinden. So, ich habe meine Schalter da hinten. Kann hier immer die aktuellen Unboxings hinpacken. So. Das Bild soll eigentlich auch noch an der Wand, aber das habe ich heute nicht mehr geschafft. Ach, jetzt habe ich die Via auch noch vergessen, hier ranzuklemmen. Ach, das muss auch noch kommen.
Na toll. Hoppala. Ich hab doch hier, da. Staublappen gehabt. Bei dem Weg nehme ich hier gleich mal ein bisschen Staub mitmachen. So, das ist der Center. Ich brauche unbedingt auch dann logischerweise wieder ein Regal, wo ich den Center denn machen kann, weil ich mag das eher, wenn der Center von oben kommt, als nur von vorne. Oh, das hat auch schon ganz schön gelitten, die Schrankwand. Ne, die ist ja schon, hat ja auch schon etliche Umzüge mit überlebt und überstanden. Also da ist es denn auch mal zu verzeihen. Achso, mein Ding muss ich auch mal wieder ganz machen hier. Oder einbauen. Meinen kleinen Brunnen. So. Wichtigste. Mitunter das Wichtigste, weil auf der Wii ist Hello Kitty und das spielt meine Tochter gern. Die würde mich killen, wenn ich das nicht anschließen würde. Aber das mache ich morgen, mache ich nicht mehr heute. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt hier ein bisschen was mehr Platz, ein bisschen mehr offen, frei und hast nicht gesehen. Und da fangen wir mal an mit den Figuren. Upala. So. Das ist der Edward Kenway. Muss mal ein bisschen sauber machen hier, damit man das auch vernünftig sieht. Hier kann ich gar nicht präsentieren. Von Assassin's Creed Black Flag. Das ist der Kenway. Ja, ich habe das in der großen Version mit dem halben Schiff. Obwohl, die Wii kann ich auch hier runterstellen in Zukunft. Ist ja auch nicht wild, wenn die hier unten steht. So, dann kann ich nämlich meinen Edward hier hinstellen. So. So, dann habe ich noch ihn hier. Arno. Der ist von Assassin's Creed, wie heißt das, Unity, also vom letzten. Das neue kommt erst noch. Das kommt morgen und morgen mache ich dann natürlich auch gleich Unboxing dazu und Hardware-Video, weil da ist auch wieder eine Figur mit bei. So, jetzt aber erstmal die Fahne hier umdrehen. Ich finde es schöner, wenn die, ich finde es schöner, wenn die so hinter Arno ist, wisst ihr, also so. Als so, so finde ich es doof. Ich finde es, so finde ich es viel cooler. So. So, sieht doch viel cooler aus. Und toll, da fällt es runter. Na ja. Machen wir den Brunnen hier hoch. Ach. Müsste ich mal gucken, dass ich das mit einer Schraube irgendwie fixiere oder so. So. Dann kann ich das eigentlich so machen. Und dann könnte hier der Neue stehen oder machen wir so. Und der Neue kommt denn hierher. So, aber ich habe ja noch einen. Der muss ja auch noch irgendwo hin. Und zwar Edward. Nicht Edward. Connor. Von Assassin's Creed 3. Das sind meine Figuren. Nein, eine kommt noch. Eine kommt noch. So. Ich finde das besser, wenn die Fahnen so dahinter sind. So nach rechts wehen. Finde ich schöner. So, das sind meine momentanen Figuren und sobald ich natürlich ein Regal habe, kommen die da auch wieder ins Regal drin. Ich habe ja noch eine und da kommt noch eine von Watch Dogs. Den
Wo stecken den hin? Der passt ja nicht zu meiner Assassin's Creed Reihe. Wo stellen wir den hin? Der passt ja gar nicht rein. So, machen wir das mal so. Mal ein bisschen Platz hier machen. Mache ich doch ein bisschen weiter nach hinten hier. Der passt da gar nicht rein in meine Sammlung. Das ist ja doof. Und Arno passt auch nicht mehr. Ach Quatsch, der neue hier, sag schon. Ich weiß nicht, wie der neue heißt. Das werden sie ja noch sagen. Der passt nicht rein. Das sieht doof aus, wenn der jetzt da steht. Gefällt mir nicht. Das sieht so schön aus, alle von Assassin's Creed. Ich habe leider nur die. Mir fehlt noch Edward und alle drum und dran, weil ich habe erst ab 3 mir die großen Edition geholt. Der passt aber hier nicht rein. Der passt hier nicht rein. Finde ich doof. Was mache ich denn da jetzt? Der passt da nicht rein, Leute. Stell ich ihn neben Fernsehen? Wartet mal. Passt. Hier passt er hin. Hier sieht er. Da passt er hin. Da sieht er auch geil aus. Finde ich. Oder? Leute, da sieht er. Da sieht er doch hammermäßig aus, da unten. Da schön neben der PlayStation. Da passt er hin, finde ich. Schön PlayStation 4, Controller und er. Und dann zieht er die Waffe. So sieht es schicki aus, finde ich. So. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich habe euch meine Figuren gesagt. Ich muss hier natürlich, ihr seht, was hier für ein Chaos herrscht. Ich muss hier erstmal wirklich noch aufräumen. Beinahe das Wichtigste vergessen, Leute. Beinahe das Wichtigste vergessen. Hoppala. Haben auch viele gefragt, was das ist. Das ist mein Bild, was immer hier hinten gestanden hat. Hoppala. Wartet mal, mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, ob das hier drauf geht. So, fangen wir mal hier unten an. Das ist meine Uroma. Das ist mein Uropa. Den habe ich noch erlebt. Bei dem bin ich groß geworden mit meiner Mutter. Haben wir da im Haus gewohnt, bei Opa. Das ist meine Oma. Von der habe ich gerade meine Mutti abgeholt. Und das ist ihr Bruder. Der ist aber nicht mehr. Also mein Uropa, meine Uroma auch nicht mehr. Und so, das ist das Hochzeitsbild von meiner Oma. Da ist mein Uropa, der ist hier oben. Da ganz oben ist er. Der da ist mein Uropa, der war Brunnenbauer. Und da ist meine Uroma Else mit meiner Oma. Wartet, da. Das ist meine Uroma Else und das ist meine Omi. Ja, das hat das auf sich. Und ja, mein Uropa, weil den habe ich halt vergöttert, den habe ich geliebt und deswegen ist dieses Bild hier. Das ist der einzigste Grund. Viele haben andere Gründe vermutet, nein. Es ist nur, weil ich meinen Opi liebe. So. Wie mache ich denn das jetzt? So machen wir das. Ja, passt. Wackelt, hat Luft. Machen wir den hier mal rüber. Hoppala. Es fällt wieder alles runter. Ich kriege hier noch eine Krise. Aber so bleibt das erstmal. Ich muss jetzt hier wieder Kabel hoch machen. Hoppala. Ich krieg hier echt eine Krise.
das ist immer, wenn es, das nervt mich dann immer, wenn es dann nicht gleich so klappt, wie das klappen soll. Da kann ich ja noch Kabel rausholen. Ach so, nee, doch nicht. Na doch, ein bisschen. Na toll. Dann kann ich das doch so machen. So. Dass ich den hier so halb schräg mache. So, der stützt mir nämlich gleich das Bild, dass das Bild nicht wegflutscht. Dann das Bild von meinem Uropa. So, da können wir Arno noch hier mit dazu packen. Französische Fahne passt zwar nicht ganz, aber so. So. Könnte ich das doch noch so? Oh, passt. Leute, ich habe gerade eine geile Idee. So. Nee, machen wir anders. Machen wir so. Machen wir so, 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 so. Und dann wird noch ein bisschen schräger. So. Oh, hab ich nicht eine geile Idee gehabt. Passt perfekt. Jetzt fehlt mir noch mein Odin-Schild. So, da muss ich mir auch mal einen Bilderrahmen für holen. So, sieht ein bisschen leer jetzt aus, meine Wand hier, ohne Bilderrahmen, ohne was. Ich weiß. Aber das wird alles noch kommen. Ich habe ja noch ein Bilder, ein Regal, was hier hinkommt. Und dann noch ein, will ich mir noch bei Amazon so ein schräges Regal nächsten Monat holen. Die kommen dann noch ran, dass ich dann meine PlayStation-Spiele wieder drin machen kann und die Box wieder hochhängen kann. Und der kleine, der Fernseher sieht so klein darauf aus. Das sind 42 Zoll, Leute. Ey, der sieht so klein aus. Gut. Aber jetzt soweit erstmal Schluss für heute. Ich habe euch meine Figuren gezeigt. Ich habe euch das Bild erklärt. Weiter ist eigentlich nichts zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach raus damit. Ich werde versuchen zu beantworten. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.